In einem Selbstverteidigungskurs will Kriminaloberkommissar Bora Aksu Frauen trainieren. Eine Notsituation kann immer unvermittelt auftreten, wie sich gleich zeigt. Wir haben noch eine weitere Teilnehmerin, das ist die Frau Preuß, die ist bis jetzt noch nicht da. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz einfach mal an. Und wenn die Frau Preuß dann dazukommt, dann kann sie sich einfach dazu gesellen. Ich würde das Ganze mal mit einer Vorstellungsrunde beginnen. Ich würde erst mal ein paar Takte zu mir selber sagen. Entschuldigung, ich unterbreche, und Kollege, aber da könnte das die Frau Preuß nicht sein, die da so... Das könnte sie sein, aber die sieht nicht so aus, nicht so als ob sie gut geht. Ne? Ja. Geht's Ihnen gut? Ich bin gerade überfallen worden. Sie sind überfallen worden? Wie heißen Sie? Ich bin die Frau Preuß, ich wollte eigentlich zu dem Verhaltensseminar. Genau, wir haben Sie eigentlich auch schon vermisst. Ich hätte vielleicht mal einen Tag eher gehen sollen. Oh, geht das so? Oh. Wir gehen am besten mal rein, Frau Preuß. Kommen Sie mit. Bora Aksu übergibt den Kurs an einen Kollegen. Er kümmert sich um die überfallene Frau. Da sie nicht schwer verletzt ist, kann sie eine Aussage machen. Gemeinsam mit Kriminalkommissar Max Hagen nimmt der Kripo-Beamte die Ermittlungen auf. Wo ist das Ganze passiert? Wie gesagt, hier vorne am Parkplatz, hier an diesem Georgsplatz. An dem Parkplatz direkt? Ja. Und ich wollte halt... Videoüberwachungsanlage im Georgsplatz? Ich glaube schon. Läuft das oben im LZ auf oder bei uns? Ich glaube, bei der Zentrale läuft das auf. Kannst du da mal anrufen? Ja. Max Hagen fordert das Überwachungsmaterial an, um den Täter darauf auszumachen. Der Kriminelle hat etwas sehr Eigenartiges von der Frau verlangt. Jetzt noch mal ganz in Ruhe. Also Sie wurden überfallen. Wurde Ihnen irgendetwas gestohlen oder nein, was hat er mitgenommen? Nein, gar nichts. Er hat mich halt von hinten angeschubst und dann mich zu Boden und dann hat er noch mal in meinen Bauch getreten. Und aber Sie hatten Ihre Handtasche dabei. Hat er da drum rumgewühlt? Nein, oder gar nichts. Gar nichts. Er hat nur halt... Er möchte nicht, dass ich umziehe mit meiner Tochter. Und er möchte nicht, dass... Kennen Sie den Täter? Nein. Sie kennen ihn auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es was mit Mike zu tun hat, den Freund von meiner Tochter. Aber das war nicht der Mike gewesen, der sie dort überfallen hat? Nein, ganz bestimmt nicht. Robert, das müssen wir uns jetzt erstmal erklären. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Überfall mit meinem geplanten, also mit unserem geplanten Umzug zu tun hat. Und... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es meiner Tochter nicht gut geht, dass sie irgendwie in Gefahr ist. Weil ich kann sie seit gestern nicht erreichen. Das ist Ihre Tochter. Und genau. Ein Foto von dem Mike, haben Sie auch ein Foto davon? Nein. Nein. Wie heißt der Mike weiter, wissen Sie das? Deeg. Mike Deeg. Magst du mal schauen, ob wir was zu einem Mike Deeg finden? Ja, natürlich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Also, das ist halt so ein Möchtegern-Schnösel und ich... Er macht ihr tolle Geschenke und irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Und ich habe irgendwie Angst, dass meine Tochter sich da in irgendwas verrennt. Okay, und was hat das jetzt mit diesem Angriff von heute Morgen zu tun? Das müssen wir noch ganz kurz erklären. Ja, dass wir eben nicht umziehen sollen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, er hat irgendwas mit meiner Tochter vor. Steht denn ein Umzug bevor, oder? Ja. Sie möchten auch gerne umziehen? Genau. Wie alt ist denn Ihre Tochter? 17. Weil der Mike Deeg, der ist ja einschlägig vorbestraft. Gewaltdelikte, Menschenhandel hat er hier auch. Menschenhandel? Ja. Also, das ist ja gar kein Wie alt ist denn der Freund von Ihrer wirklich? Tochter? 27. Ich meine, das spricht ja nicht gegen das Alter, aber ich meine, erstens, meine Tochter ist minderjährig. Und wenn ich jetzt noch was höre vom Menschenhandel, Sie müssen irgendwas tun, bitte. Die Ermittler wissen, dass manche Menschenhändler ihre Opfer von ihrem Umfeld isolieren und sie dann zur Prostitution zwingen. Genau das könnte der neue Freund mit der Tochter vorhaben. Das Video des Überfalls liegt Ihnen jetzt vor. Das ist der Parkplatz, wo Sie sich jetzt heute Morgen befanden. Schauen Sie, da sehe ich Sie auch schon gerade kommen. Und Sie werden da verfolgt. Ist das die Person? Ja, sicher. Oh, der rennt schon auf Sie zu. Ui. Oh. Ja, eindeutig sagt er irgendwas zu Ihnen. Guck mal, die Tasche lässt er auch links liegen. Er lässt sie links liegen. Er ist überhaupt gar nicht interessiert an der Handtasche. Aber was könnte die Motivlage dahinter sein? Keine Ahnung. Kannst du mal nach Mittätern gucken, Mike Deeg, in den bisherigen Fällen? Vielleicht kriegen wir da irgendjemanden raus. Ich frage jetzt noch mal den Angreifer, den kannten Sie nicht, den haben Sie nicht wiedererkannt. Ich habe ihn noch nie gesehen. Recherchier du mal nach irgendwelchen Mittätern, ob du da irgendwas findest. Wir haben hier auch so eine kleine Verbrecherdatei, ein paar Lichtbilder. Vielleicht können Sie sich mal ein paar Fotos anschauen und gucken, ob Sie den Herrn wiedererkennen. Die Kripo-Beamten glauben, dass der Freund der Tochter einen Handlanger engagiert hat, vermutlich einen Kriminellen. Sie wollen ihn mit Hilfe der vorbestraften Kartei ausfindig machen. Ja, dieses Piercing, das habe ich noch so vor Augen. Das ist ja, da sind Sie sich hundertprozentig sicher? Ja. Okay, hier,
Da scheint er hier gewesen zu sein. Hm. Dieser Mensch hier heißt Georg Tilde. Der ist auch schon vorbestraft. Körperverletzung auf Bewährung hat er momentan. Sitzt die Bewährungsstrafe momentan noch ab. Du kümmere dich mal drum, vielleicht kriegen wir den auch noch hierher bestellt. Georg Tilde, ja. Ja, Georg Tilde. Wir haben zwei Fälle gleichzeitig zu bearbeiten. Zum einen haben wir den Überfall auf die Mutter. Zum anderen ist die 16-jährige Tochter verschwunden. Da sie unter 18 ist, nehmen wir hier jetzt schon eine Vermisstenanzeige auf. Also wir suchen ja die ganze Zeit schon nach dem Herrn Tillmann, aber er ist erfolglos bis jetzt. Den ja. Tilde, genau. Ja. Okay. Dass ihr Bescheid wisst. Und ich habe vor euch draußen den Herrn Deek. Okay. Der ist gerade hier aufgetaucht. Der sagte, der wollte zu euch. Ist das korrekt? Genau. Nee, wir warten auf ihn. Wir warten auf ihn. Okay, richtig. Alles klar. Also, ich dürfen wir bitte einmal. Bitteschön. Herr Deek, hallo. Schönen guten Tag. Hi, wo ist Johanna? Was machen Sie denn hier? Alles in Ordnung? Du, tut nicht so. Wo ist sie? Die hat bei dir übernachtet. Ich weiß es nicht. Ich habe überall jetzt gerade geguckt. Ich wurde gerade angerufen. Wie soll ich hier hinkommen? Die Frau Preuß, die wurde heute überfallen. Und wir machen uns Sorgen um ihre Tochter. Du hast doch was damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Gar nichts. Natürlich. Ich kenne mich doch langsam. Lass meine Tochter in Ruhe. Frau Preuß, was soll ich denn machen? Ich liebe ihre Tochter. Ja, natürlich. Über alles. Ja, sicher. Und du möchtest sie heiraten und alles ist toll. Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich? Wir lieben uns. Was soll ich anderes sagen? Mehr als wir lieben uns kann ich nicht sagen. Sag mir bitte, wo meine Tochter ist. Ich mache mir doch wirklich nicht. Große Sorgen. Verstehst du das? Ich möchte mich erstmal hier hinsetzen, sehr Frau Preuß. Auch den Kommissaren gegenüber streitet der Freund ab, etwas von dem Überfall auf die Mutter zu wissen. Die Ermittler zeigen ihm ein Foto des Täters, um seine Reaktion genau zu beobachten. Kennen Sie diesen Herrn, Herr Deek? Ist mir noch nie untergekommen. Nein? Georg Tilde heißt er? Kennen Sie gar nicht. Mit dem Menschen haben Sie auch nie irgendwas zu tun gehabt. Bis jetzt noch nicht. Also ich kenne diese Person nicht. Tut leid. Sie haben ja auch recht interessante Vergangenheit. Menschenhandel und sowas. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Das ist meine Jugendsünde und damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Jugendsünde? Menschenhandel? Jugendsünde? Ja, ich war jung, ich war naiv. Ich bin da irgendwie reingeschlittert und ich will aber nichts mehr zu tun haben mit. Ich habe wirklich ein neues Leben. Ich möchte einfach mit Johanna zusammen aufwachsende Zukunft haben. Wissen Sie, dass die Frau Preuß mit ihrer Tochter umziehen möchte nach Wiesbaden? Nee, haben Sie Kenntnisse darüber? Nein, das ist das Erste, was ich jetzt gerade höre. Stimmt das? Oder weiß er da schon, dass sie umziehen möchten? Oder ist die Info jetzt erstmal noch verdeckt? Du kannst nicht einfach jetzt mit ihr gehen. Wir lieben uns über alles. Ich bitte dich. Weiß ihre Tochter denn, dass sie umziehen möchten? Ja, natürlich. Und die Tochter hat auch nie mit Ihnen drüber gesprochen? Ich wollte mit ihr ganz in Ruhe jetzt. Gar nicht. Herr Deek, wenn Sie irgendetwas damit zu tun haben, mit dem Verschwinden von der Tochter, wobei wir jetzt noch nicht wissen, ob sie tatsächlich entführt worden ist oder verschwunden oder was halt auch immer, oder mit dem, was der Frau Preuß heute passiert ist, dann rate ich Ihnen eindringlich, jetzt damit auszupacken. Ich weiß von nichts, wirklich. Ich wurde angerufen. Sie sind es nicht gewesen. Wir wissen, dass Sie es nicht gewesen sind, weil wir haben auch Videomaterial darüber. Aber wenn wir Ihnen nachweisen können, dass Sie irgendwas mit diesem Täter zu tun haben und Sie uns hier belügen, das wird ziemlich übel für Sie enden. Nein, also ich belüge Sie auf keinen Fall. Also ich weiß von nichts und was soll ich noch machen? Er macht schon einen ziemlich höflichen, netten und glaubhaften Eindruck. Aber es macht für mich so den Eindruck, als wäre das einfach mal so seine Masche. Der möchte sich hier in Rein waschen, in Unschuld waschen. Wobei er jetzt aufgrund seiner Vergangenheit für mich nicht so ganz unschuldig wirkt. Wir haben aber auch ehrlich gesagt keine rechtliche Handhabe, ihn weiterhin hier festzuhalten. Dazu fehlen uns noch konkrete Hinweise. Wir brauchen einfach die Verbindung zu dem Täter von heute Morgen. Und die haben wir noch nicht. Lass mich laufen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Okay. Ja. Der Freund der 16-Jährigen darf aus Mangel an Beweisen gehen und nimmt direkt Kontakt zur minderjährigen Tochter auf, wie sich zeigt. Also an den Tilly sind wir noch dran. Eine Nachricht? Von ihrer Tochter? Eine Videonachricht? Ja. Also Mama, ich werde nie im Leben wegziehen. Erst recht nicht von Mike. Ich bin jetzt bei Mike, ich werde für immer bei ihm bleiben und du wirst dich auch nicht zwischen uns stellen, dass das klar ist und ich will dich nie wieder in meinem ganzen Leben sehen. Das gibt's doch gar nicht bei Mike. Hat er uns angelogen? Ist sie bei ihm? Lass uns gucken. Ich sag es doch. Wir fahren am besten mal zu ihm, zu seiner Adresse. Und Wollen Sie mitkommen? Die 16-jährige Tochter wird von ihrem neuen Freund offenbar massiv beeinflusst. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Vorbestrafte die junge Frau von sich abhängig machen will, um sie dann zur Prostitution zu zwingen. Frau Preuß, Sie bleiben bitte hier. Gehen Sie einmal auf den Gehweg und warten da einmal. Wir gehen uns die Sache nur einmal am Fahrzeug, bitte. Ja. Gehen Sie einmal hinter das Auto, bitte. Wollen wir hin? Wir wollen einmal gucken, ob wir einen Blick rein riskieren können.
eine männliche Person, der Deg, aus einem Telefonieren gerade. Da ist noch eine weitere männliche Person, eine Frau. Das ist der Tilde. Das ist der Tilde, ja. Ruf verstecken. Egon 3516, bitte komm. Egon hört? Egon, wir brauchen einmal Verstärkung zu der Adresse vom Deg. Was machst du da? Spinnst du? Warum ist dein anderes Warum ist sie gefesselt? Das ist Johanna. Die scheint damit nicht einverstanden zu sein. Warum ist sie gefesselt? Scheiße, was ist das? Verflucht. Scheiße, okay. Tschüss. Pass auf, wir gehen am besten mal nach vorne und warten auf die Kollegen, ja, und gehen dann von vorne rein. Unser Deg ist drinne und auch der Tilde. Wir gehen am besten mal rein. Kommt ihr mit rein? Also, wir sind von der Polizei, von der Kriminalpolizei. Gehen Sie am besten rein und machen Sie die Tür zu. Ja, und auch nicht rauskommen. Jungs, ich mach die Tür auf. Max geht vor. Polizei! Stehen bleiben! Polizei! Hey! Stehen bleiben! Hat das keinen Sinn? Kommt zurück! Komm her, Mann! Bleib hier! Hey, ich hab das keinen Sinn! Hör auf, Mann! Scheiße, Mann! Ach du Scheiße. Johanna! Johanna! Alles okay? Der ist gesprungen, kommt nach! Halt, Polizei! Stehen bleiben! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Auf den Boden! Hallo, ihr seid da, dass ihr da seid! Der Typ da ist da! Alles gut! Hallo! Ah! Ah, schön. Von den Fotos sind drin! Ja, alle. So, komm! Einmal auf die Knie! Was denken Sie sich denn dabei, von da oben runterzuspringen? Sind Sie ja lebensmüde? Ich dachte, Sie sind gleich zu dem da. So, hier an die Wand ran. Was ist mit dem? Was mit dem? Das ist der Typ vom Foto, den Sie mir gezeigt haben. Ja. Ich dachte, Sie wären mit denen zusammen. Was wollt ihr von Ihnen? Ich weiß nicht, ich habe meine Freundin gefesselt alles. Das soll mir jetzt hier glauben, Herr Deg. Ja, ja. Wollen Sie uns verarschen? Wir standen draußen im Garten und haben mal alles mitgekriegt, wie Sie die Frau behandelt haben, wie Sie sie gefesselt haben und was Sie von ihr verlangt haben. Das können Sie uns jetzt nicht mehr erzählen, ist das klar? Als wir dann rausgerannt sind und den Herrn Deg angetroffen haben, dann hat er versucht, in seiner Rolle uns irgendwie zu verklickern, dass er hier das Opfer wäre, dass ein Straftäter bei Ihnen in der Wohnung gewesen sei. Aber wir haben ja schon einiges mitbekommen und wissen, was sich hier tatsächlich zugetragen hat. Brauchen Sie noch einen Arzt oder hat er Ihnen irgendwas angetan? Ich weiß es nicht. Er wollte, dass ich mit anderen Männern schlafe. Er hat mich dazu gezwungen. Ich wollte das gar nicht. Ist es auch dazu gekommen? Aber jetzt, wie alt sind Sie? 17. Oh Mann, was für Idioten. Was ist mit Ihnen, Johanna? Er hat mich auch angelogen. Er hat immer so Andeutungen gemacht, wenn ich das höre. Er wollte bestimmt das Gleiche, dass ich das Gleiche mache. Ist es bei Ihnen auch dazu gekommen? Nein, noch nicht zum Glück. Ich möchte das überhaupt gar nicht moralisch einstufen, weil so eine untere, tiefe Schublade, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben diverse Straftaten, die wir verfolgen müssen. Wir haben die Freiheitsberaubung, die Nötigung, die sexuelle Nötigung, der Menschenhandel, die gefährliche Körperverletzung heute Morgen. Da kommt einiges zusammen, was wir dem Staatsanwalt vortragen werden. Die wollten das doch einfach. Die wollten das so? Sehen die so aus, als ob die das wollten? Die sind minderjährig. Wie alt sind sie? Ich? Ja. Irrelevant. Junge. Und sie haben ihnen dabei geholfen? Er redet doch mit dir, oder? Mann, da ist halt ein bisschen was für mich dabei rausgesprungen. Ich habe auch nicht viel Geld. Und dann schwingt man andere minderjährige Frauen zur Prostitution? Ich hatte keine andere Wahl. Keine andere Wahl? Wollen Sie mich verarschen? Keine andere Wahl? Geht mal ehrlich arbeiten. Ich hab halt nur das Geld gesehen. Ja, packt die am besten weg. Der Freund und sein Handlanger werden wegen Freiheitsberaubung, Nötigung, Zuhälterei und Körperverletzung inhaftiert. Beiden Mädchen geht es wieder gut.